Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich versuchen, zunächst auf einige Beiträge der heutigen Debatte einzugehen. Ich finde, Herr Senftleben, Sie haben richtigerweise in das Zentrum oder als eines der zentralen Punkte Ihrer Rede gehabt die Frage Glaubwürdigkeit und die Frage Nachvollziehbarkeit von Politik. Und da möchte ich auf einige Punkte eingehen, die Sie gesagt haben. Die Frage nach Verkehrsplan. Eine zentrale Frage, um Mobilitätssicherung als Grundrecht im Land Brandenburg perspektivisch zu gestalten. Sie haben einen Vorschlag vorgelegt. Ich habe den Vorschlag gelesen. In dem Vorschlag stehen aber keine Maßnahmen drin, die dringend notwendig sind, wie heute bis 2020, möglichst ab 2018, bereits Entlastungswirkung eintreten können. Es stehen dort keine drin. Das Zweite ist, Sie wollen das Bestellen von Zügen noch mal um 2 Jahre verschieben. Wobei ich zu der Auffassung komme, dass wir 2 Jahre später, also 2024, nicht mehr belastbare Daten für die Verkehrsentwicklung haben als heute. Insofern ist das also auch keine Beschleunigung. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und das heißt nicht, dass in Ihrem Konzept nicht eine ganze Reihe von bedenkenswerten Vorschlägen drin sind. Aber Sie kennen den Unterschied zwischen einem Parlamentsbeschluss und der Arbeit einer Landesregierung, die zu Recht die Pflicht hat, Beteiligungsverfahren unter anderem mit in Gang zu setzen. Und wir haben dazu, sage ich mal, eine sehr umfassende Debatte gehabt, auch im ganzen Land. Wir werden auch mit dem Nahverkehrsplan nicht alle Wünsche abdecken können. Aber das zentrale Anliegen, und das ist dann schon mal eine Klammer, ein zentraler Punkt auch unserer Politik, Mobilität in der Perspektive in diesem Land flächendeckend zu gewährleisten. Das, sage ich mal, das stimmt. Das werden wir umsetzen. Das Zweite, und weil das auch meine persönliche Glaubwürdigkeit ein Stück weit berührt hat, Herr Vogel, Sie und ich waren bei der Forst. Und wir haben dort in einem Podium gesessen und wir haben fraktions- und parteiübergreifend 2 Zusagen gemacht. Wir werden uns gemeinsam darum kümmern, dass ein Einstellungskorridor kommt und wir werden uns gemeinsam darum kümmern, dass die Frage Altersteilzeit kommt. Und dann würde ich an dieser Stelle so sagen, ich habe bereits auf der Veranstaltung gesagt, das ist kein Thema für den Haushalt damals 2017, sondern das ist das Thema für die Beratungen, für die Verhandlungen im TV-Umbau, die gegenwärtig laufen und die Gespräche laufen. Und genau zu diesen beiden Punkten wird mit den Gewerkschaften verhandelt. Und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg, sozusagen das umzusetzen. Insofern würde ich nur deutlich machen, das, was die Koalition, das, was auch die Linken öffentlich gemacht haben, nach Absage auch der Verwaltungsstrukturreform, dass wir an Elementen festhalten und sie umsetzen, dabei bleiben wir. Wir sind in der Umsetzung, ich sage mal, von den Elementen, die wir im Zusammenhang mit der Verwaltungsstrukturreform genannt haben und die wir auch hier im Land zugesagt haben. Meine Damen und Herren, unsere Debatte mag heute so ein bisschen den Eindruck erwecken, als wenn es eine Zäsur gäbe. Das ist vielleicht auch nicht ganz falsch. Aber es sollte nicht den Blick auf eines verstellen. Wir stehen unverändert vor der Herausforderung, jetzt und heute unser Land so zu organisieren und so zu strukturieren und die Ressourcen so einzuteilen, dass wir auch in 10 oder 15 Jahren auf der Höhe der Aufgaben sind. Die Verwaltungsreform, und das haben wir immer betont, war und ist dabei nur einer der zentralen Handlungsaufgaben, die wir zu lösen haben. Wir haben immer gesagt, für die Entwicklung, perspektivische Entwicklung des Landes Brandenburgs ist der gemeinsame Landesentwicklungsplan mit Berlin von zentraler Herausforderung. Und Herr Vogel, Sie haben das angesprochen. Ich nehme an, Sie kennen den 2. Entwurf. Und dann kann ich nur sagen, die Abbildung der Funktionalität von ländlichen Räumen hat sich radikal verändert gegenüber dem 1. Entwurf. Gerade weil ein Beteiligungsverfahren stattgefunden hat, weil Dutzende von Veranstaltungen im Land Brandenburg genau dazu durchgeführt worden ist. Und Sie finden die grundfunktionalen Schwerpunktorte, also die alten Grundzentren, um das zu vereinfachen, die sind drin enthalten. Und ich bin froh darüber, über das Regelwerk, dass die regionalen Planungsgemeinschaften in den Landkreisen in einen Beteiligungsprozess genau diese grundfunktionalen Schwerpunkte auswählen sollen. Und selbstverständlich ergibt sich daraus eine Aufgabe. Wir werden bei dem Finanzausgleichsgesetz darauf achten müssen, dass eine Ausfinanzierung kommt. Und damit bin ich bei der 2. zentralen Säule. Wir haben das Finanzausgleichsgesetz immer erwähnt, und zwar
der Ausgleich der Finanzen zwischen Land und Kommunen ist doch kein Gnadenakt, sondern wir sichern hier gegenseitig in der Finanzierung eine stabile wirtschaftliche und soziale und infrastrukturelle Entwicklung. Und selbstverständlich, wenn sich Steuereinnahmen verändern, muss nachjustiert werden. Und dann muss die Verbundquote erhöht werden, wenn die Notwendigkeit da ist. Aber sie wird nicht nur auf Beschluss des Landtages erhöht, sondern dazu gibt es, und auch das ist vorgeschrieben und das ist auch richtig so, einen Beirat, der die Entscheidung trifft oder einen Vorschlag macht, über den dann politisch zu entscheiden ist. Und die Gutachten dazu sind in Auftrag gegeben, sie werden vorliegen. Und wir werden uns dann gemeinsam politisch dazu verständigen müssen, wie das FAG strukturell in der Perspektive aussieht. Und einen der zentralen Punkte habe ich schon gesagt, die grundfunktionalen Zentren werden ausfinanziert werden müssen, weil ansonsten in der Fläche des Landes die Frage der öffentlichen Daseinsversorgung, der Verwaltung strukturell nicht abgesichert werden kann. Das ist sozusagen eine gelebte Praxis, dass die Fläche des Landes in seiner Unterschiedlichkeit auch von uns politisch aufgenommen wird und dann auch zu den Zeitpunkten entschieden wird, wann es dann entschieden werden muss. Meine Damen und Herren, und wir werden es auch mit dem Soziallastenausgleich, da haben Sie völlig recht, Herr Vogel, sehr intensiv zu befassen haben, weil es ist nicht absehbar, dass die Sozialkosten von kreisfreien Städten und Landkreisen exorbitant absinken. Und wir werden uns über Mittel und Wege nach der Absage der Verwaltungsstrukturreform, die ja auch einen Hintergrund hatte, die Belastungen, die unter anderem in den Kommunen und Landkreisen zu entstehen, in andere wirtschaftliche und verwaltungsbezogene Strukturen zu überführen, um Handlungsfähigkeit zu bleiben. Wir werden uns jetzt darüber verständigen müssen, wie mit dieser Situation umgegangen werden kann. Und ich glaube, wir werden uns in dieser Legislatur auch darüber verständigen müssen, ob es noch zeitgemäß ist, dass das Land beispielsweise bei der Kita-Betreuung für 6 Stunden das Geld überweist, während die Lebenswirklichkeit bei den Betreuungszeiten zwischen 8 und 10 Stunden liegt. Da werden wir uns sozusagen verständigen müssen. Und ich sage mal, meine Vorredner brachten das schon zum Ausdruck. Wir sind hier bereit und wir sind auch in der Lage dazu. Die Frage der Qualifizierung in den Kitas selbst, aber auch der Entlastung der Eltern gemeinsam politisch zu stemmen. Und ich finde, wir werden das auch im Doppelhaushalt deutlich machen können. Und meine Damen und Herren, es bleibt dabei, dass unsere öffentlichen Verwaltungen, auch das haben wir immer gesagt, auch in künftigen Zeiten demografischer Umbrüche und in finanziellen Einschnitten handlungsfähig, effizient und bürgernah sein müssen. Und deswegen werden wir als ein Element der Verwaltungsstrukturreform weiterführen, die Unterstützung von freiwilligen Zusammenschlüssen. Und nach der Zahl, der mir bekannt ist, sind gegenwärtig mehr als 25 Gemeinden des Landes Brandenburgs in einem intensiven Beratungsprozess, ob das, was auch Sie angesprochen haben, mit Verwaltungsmodell oder Amtsgemeindemodell, für Sie eine bessere verwaltungstechnische Lösung ist. Und selbstverständlich werden wir das auch finanziell begleiten. Und da, wo das notwendig ist, auch in diesem Bereich teilentschulden. Aber der Respekt, den Sie zu Recht eingefordert haben, Herr Vogel, erfordert jetzt eins. Nach dem politischen Einschnitt der Absage oder des Zurückziehens beider Gesetze wird man mit den Akteuren reden müssen. Reden müssen, sage ich mal, um gemeinsam auszuloten, was geht, und keine Schnellschüsse veranstalten und keine Zeitpläne aufstellen, dass im Dezember die nächsten oder die ersten Veränderungen von Gesetzentwürfen kommen. Wir werden also, und das glaube ich, ist auch in der Rede des Ministerpräsidenten deutlich geworden, wir werden offen in diese Gespräche reingehen. In dem Wissen darum, und das werde ich an dieser Stelle auch noch mal sagen, das Gesetz zur kommunalen Gemeinschaftsarbeit ist 2014 verändert worden. Und es erlaubt bereits heute und jetzt eine umfassende freiwillige Zusammenarbeit. Und die umfassende freiwillige Zusammenarbeit hat aber in den letzten Jahren nicht dazu geführt, dass hier in jedem Fall strukturelle Entlastungen sozusagen aufgetreten sind. Und wir werden uns jetzt gemeinsam mit den Akteuren überlegen müssen, ob das Modell weiterentwickelt werden kann oder wie es weiterentwickelt werden kann. Aber auch das wird nicht von heute auf morgen gehen und schon gar nicht die notwendigen Entlastungswirkungen in 2 oder 3 Jahren zeigen. Also das wird ein dauerhafter Prozess werden. Und meine Damen und Herren, Migration und Integration. Das war und ist, ich sage mal, eines der zentralen Handlungsfelder, die langfristig sind und bleiben. Wir haben doch in einem ersten Schritt die Frage von Migration
ich sage mal, eine Art und Weise im Land Brandenburg gemeistert, auch unter Einbeziehung vieler Akteure, auch mit einem parteiübergreifenden politischen Konsens außer der AfD hier im Landtag, dass wir die Frage der Aufnahme, der Unterbringung zunächst regeln konnten. Jetzt sozusagen stehen wir vor dem zweiten Schritt. Integration heißt mehr als Aufnahme. Integration heißt Arbeitswelt, heißt Schule, heißt, ich sag mal, Wohnungsbau unter anderem für viele Bereiche. Und genau vor diesem Schritt gehen wir. Und deswegen wird das Integrationskonzept des Landes Brandenburgs auch weiterentwickelt. Natürlich ist das eine der zentralen Herausforderungen. Sie wird auch darüber entscheiden, wie demokratisch verfasst und vor allen Dingen, wie weltoffen verfasst dieses Land Brandenburg ist. Und darum ist es für uns eine zentrale Herausforderung. Meine Damen und Herren, nichts von den Handlungssträngen, die ich gesagt habe und wo wir als Linke politisch die Verwaltungsstrukturreform immer eingeordnet haben, ist mit dem Rückzug der Gesetze von der Tagesordnung. Und insofern werden wir politische Entscheidungen haben dann immer den Sinn der gesellschaftlichen Entwicklung, eine mehrheitlich getragene Option für ein gutes und für ein sicheres Leben der Menschen zu öffnen und dafür verlässliche und funktionierende Strukturen sowie ein solides Regelwerk zu schaffen. Und gerade in unserer heutigen Debatte sollten wir diesen Ansatz im Zentrum unserer Aufmerksamkeit behalten. Wir, die Rot-Rote Koalition, haben aus diesem Ansatz heraus, im Übrigen im gemeinsamen Diskurs aller Fraktionen in der Enquetekommission 5.2, zunächst den Inhalt oder die Form einer Verwaltungsstrukturreform entwickelt. Aus demselben Ansatz heraus haben wir uns jetzt entschieden, die Reform in dieser Form zu stoppen. Die Gründe, die sie notwendig gemacht haben und die Absichten, die wir damit verfolgt haben, die bestehen weiter. Aber der Weg, und das ist heute mehrfach deutlich gesagt worden, auf dem wir uns letztlich alle befunden haben, hat sich als nicht weiter gangbar bewiesen. Was vorlag, fand vor allem bei den kommunalen Akteuren keine aktive Mehrheit. Und meine Damen und Herren, es ist dann kein Zeichen von Schwäche, sondern es ist dann ein normales politisches Handwerkszeug. Wenn ich feststelle, dass trotz eines intensiven Diskurs, auch auf Grundlage von eigenen Fehlern, die man selber gemacht hat, eine Form der politischen Entscheidung nicht umsetzbar ist, dann muss ich mir über die Form Gedanken machen und dann muss ich sie zurückziehen und sie verändern und neue Wege suchen. Und insofern, Herr Vogel, bin ich dankbar für Ihre Entscheidung zwischen Demut und Demütigung, die ich inhaltlich einfach teile, weil wir mit dem Rückzug der beiden Gesetzentwürfe durch die Landesregierung uns als Koalition, uns als Parlament, aber auch als Gesellschaft in Brandenburg die Möglichkeit eröffnet haben, einen offenen Diskurs neu anzufangen. Neu anzufangen, sage ich mal, in dem Wissen darum, dass die Problemlagen, die zu unserer Einschätzung geführt haben, dass eine Verwaltungsstrukturreform notwendig ist, bleiben. Und insofern bin ich gespannt, sage ich mal, auf den Dialog. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass der Landkreistag in seiner Sitzung eine aktive Rolle auch dieser Institution nochmal entschieden hätte und nicht diese Entscheidung wieder ein Stück weit zurückgeholt hätte. Ich würde nur sagen, wir als Linke, wir als Koalition sind offen für Gespräche. Wir erwarten das natürlich auch von unseren Gesprächspartnern. Auch das, sage ich mal, ist ein Punkt, den man hier ansprechen muss. Meine Damen und Herren, so ist das in der Politik. Aus einem Ansatz heraus können diametral entgegengesetzte Entscheidungen entspringen. Nicht, weil Regierungen schizophren sind oder Politiker Opportunisten oder weil es immer nur eine Wahrheit gibt und diese Wahrheit immer im Besitz der Opposition ist. Nein, das ist so, weil Politik auf Ausgleich und Abwägung auf gesellschaftliche Mehrheiten beruhen soll. Und dabei, meine Damen und Herren, hat sie zugleich eine zweite Funktion. Mehrheiten stellen sich nicht von selbst ein. Wenn man zu der Entscheidung kommt, dass eine politische Ausrichtung richtig und notwendig ist, dann muss man auch um Mehrheiten ringen. Ansonsten mache ich Politik nach Umfragen. Und ich glaube, das ist falsch. Und wenn man feststellt, dass Mehrheiten auf einem Weg nicht herstellbar sind, dann ist irgendwann der Zeitpunkt zu sagen, die Form, mit der ich Mehrheiten finden würde, war vielleicht nicht die richtige. Und deswegen werden wir uns andere Formen ausdenken, weil das Problem aber bleibt. Meine Damen und Herren, worum es heute geht, ist, dass es sicherlich einerseits die Absage der Verwaltungsstrukturreform und andererseits geht es aber auch weiter. Und heute erst recht um die nächsten Entscheidungen und Weichenstellungen, die der gesellschaftlichen Entwicklung
mehrheitlich getragene Optionen für ein gutes und sicheres Leben der Menschen öffnen und dafür verlässliche Strukturen und Institutionen schaffen. Und ich will mich vor allem dieser Frage auch versuchen zu widmen. Meine Damen und Herren, wir haben in der nächsten Zeit Strukturwandlungsprozesse vielfältiger Art zu bewältigen. Oftmals kompakter, dynamischer als noch vor einigen Jahren gedacht und zum Teil auch unvorhersehbare Elemente in sich tragen. Von der Energiewende in der Lausitz, und ich sage mal, Herr Vogel, niemand stellt die Energiewende in Frage. Ich glaube, was politisch geleistet werden muss, ist, dass die Energiewende verbunden wird mit sozialen Perspektiven, sowohl infrastrukturellen Perspektiven, kommunalen Perspektiven in der Lausitz, aber auch in allen anderen Regionen, die ebenfalls von diesem Strukturwandel betroffen sind. Und, meine Damen und Herren, das ist so das Einfache, was so schwierig zu machen ist. Wir haben doch erlebt, welche Zeiträume Strukturumwandlungsprozesse brauchen. Wir haben es in der Lausitz in Ostdeutschland hautnah erlebt. Und deswegen sage ich mal, kann es nur eine gemeinsame Kraftanstrengung von Land, vom Bund, aber auch von der Region geben, damit man das Problem tatsächlich lösen kann. Und wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir über Zeiträume von 15 und 20 Jahren reden. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass es ein ständiger Monitoring-Prozess bedarf, um Entscheidungen, die einmal getroffen sind, zu überprüfen, möglicherweise auch zu korrigieren, wenn es denn notwendig ist. Aber unterhalb dieser Zeitspanne wird es nicht gehen. Und ich finde, dass die Landesregierung, dass die Koalition in den letzten 7 bis 8 Jahren sehr viel versucht hat, den Strukturwandel auch in der Lausitz zu begleiten. Es ist doch nicht so, dass wir damit anfangen. Das Problem, vor dem wir jetzt stehen, dass er sich beschleunigt. Und diese Beschleunigung, sage ich mal, die muss politisch begleitet werden, damit wir nicht zu sozialen Verwerfungen kommen. Und, meine Damen und Herren, in einem Punkt, Herr Vogel, kann ich Ihnen nicht ganz zustimmen. Brandenburg ist nicht nur ein Kohleland. Ich sage mal, das, was wir im Bereich erneuerbarer Energien, im Bereich, sage ich mal, Energiewende und zwar in ihrer Einheit von Verkehrswende, von Erzeugungswende bis hin, ich sage mal, auch zum Wohnungsbau, also Wärmemarkt, hier geleistet haben, ich glaube, das kann sich bundesweit sehen lassen. Und unabhängig davon werden wir jetzt von der Frage stehen, sage ich mal, wie in der Lausitz wir gemeinsam, hoffentlich gemeinsam auch mit dem Bund zu weiteren Schritten kommen. Meine Damen und Herren, insofern ist also auch das eine lange Linie, auch unsere eigenen politischen Absichten, die die Koalition und auch die Linke verfolgt. Und insofern gibt es hier auch eine Perspektive und wir werden jetzt mit den neuen Akteuren reden müssen, wie diese Perspektive umgesetzt werden kann. Meine Damen und Herren, Die Stabilität von Institutionen liegt im Interesse aller Beteiligten. Und umso wichtiger ist es, die Erfahrungen der letzten Jahre zu bedenken. Wir wissen, wie schnell aus einem politischen Klima des Ausgleichs, der Toleranz und des Dialogs ein Klima der Polarisierung, der Vereinseitigung, des Du oder Ich, eine Situation von Blockaden und Bewegungsunfähigkeit entstehen kann. Wir wissen aber auch, dass ohne all das es besser läuft im Land Brandenburg. Und ich glaube, wir sind alle aufgefordert, diesen alten Grundsatz, den wir alle kennen, in der Perspektive tatsächlich wieder zu beherzigen. Und meine Damen und Herren, destruktive Politikansätze haben demokratischen Parteien mittelfristig noch nie geholfen. Weil dann wählt man das Original und ich sage mal nicht den möglicherweise neuen Politikansatz einer demokratischen Partei. Und insofern ist das heute hier vielleicht auch die Stunde in den nächsten beiden Tagen, so einen politischen Ansatz zurückzufinden, wo man hart miteinander politisch ringt um Lösungen, aber eben um Lösungen. Eben um Lösungen und nicht um einen destruktiven Ansatz, um etwas nur zu verhindern, weil ich eine politische Machtfrage stelle. Insofern, glaube ich, ist das ein Punkt, den wir heute auch noch berücksichtigen könnten. Und meine Damen und Herren, etwas anderes wird von den Brandenburgern und Brandenburg in ihrer Mehrheit auch gar nicht gutiert. Auch dazu haben wir viele Erfahrungen. Sie wissen anscheinend besser als manche hier im Haus, dass es in der repräsentativen Demokratie unseres Landes als politische Verantwortung für 5 Jahre übertragen wird. Und mit einem Grundvertrauen darauf, dass insbesondere die Regierenden im Einklang mit der Gesellschaft agieren. Und ich glaube, und der Vogel hat es gesagt,
Neuwahlen wären in der jetzigen Situation noch keine Lösung. Und nicht, weil ich Angst vor Wahlen habe oder Angst vor politischen Auseinandersetzungen mit wem auch immer. Die Folge sozusagen wäre eine Destabilität, die aus unserer Sicht politisch nicht vernünftig und zuträglich wäre. Und offensichtlich ist das ein Punkt, wo die Mehrheit der Brandenburgerinnen und Brandenburger dem auch folgen. Und deswegen lehnen wir Neuwahlen ab. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass es richtig und wichtig wäre, wenn wir uns landespolitisch nicht weiterleben, weil noch so gut ausgestattete Ehrenamtskarten würden eine politische Lähmung sozusagen des Landes Brandenburgs nicht ausgleichen können. Und ein weiterer Vertrauensverlust würde eintreten und zur politischen Kultur hier im Land würde es nichts beitragen. Und insofern ist auch heute, wie gesagt, ein Punkt erreicht, wo man zum gemeinsamen politischen Diskurs zurückkehren kann. Meine Damen und Herren, wir werden, das haben meine Vorredner bereits mehrfach deutlich gemacht, an einigen Punkten der aufgeworfenen Fragen der Verwaltungsstrukturreform festhalten. Unter anderem auch an der Stärkung des Ehrenamts in den Kreistagsfraktionen. Und da wollte ich an dieser Stelle noch mal deutlich machen, es war für uns als Koalition eigentlich niemals nur an die Kreisgebietsreform gebunden. Wir haben eine Situation, dass uns politische und staatliche Strukturen zum Teil in der Fläche des Landes fehlen. Und natürlich kann durch eine verstärkte ehrenamtliche Unterstützung der Arbeit von Kreistagsfraktionen hier ein politisches Gegengewicht mit aufgebaut werden. Und das war der Hintergrund, ich sage mal, warum wir uns dafür ausgesprochen haben, diesen Bereich in die Verwaltungsstruktur mit aufzunehmen. Und natürlich werden wir das umsetzen. Auch weitere Punkte wie Finanzausgleichsgesetz oder auch der Förderung von freiwilligen Zusammenschlüssen habe ich schon etwas gesagt. Und deswegen war auch der Diskurs in den letzten 2 Jahren nicht sinnlos oder sinnentleert, sondern er hat viele Punkte aufgezeigt, die wir jetzt für uns politisch auf die Agenda nehmen müssen und das eben auch unabhängig von der Zusammenlegung von Landkreisen. Meine Damen und Herren, niemand wird jetzt einfach so weitermachen können wie bisher. Niemand kann jetzt einfach so zur Tagesordnung übergehen, welche sollte das auch sein. Der Ministerpräsident hat in seiner Regierungserklärung eine Reihe von zukünftigen Schwerpunkten genannt. In der Diskussion hier und heute sind ebenfalls weitere Punkte genannt worden. Notwendig ist es, dass wir heute begonnen haben, die mit der Absage der Kreisgebietsreform entstandene Lage zu diskutieren, zu bewerten und zu Schlussfolgerungen für die Zukunft zu kommen. Es ist hier keine Zeit, den schwarzen Peter hin und her zu schieben. Und es dient dem Land in keiner Art und Weise, wenn Blockaden aufrechterhalten und neu errichtet werden. Genauso wenig wie jetzt überstürzt zur Tagesordnung überzugehen oder überhastete Vorschläge auf den Tisch zu legen. Wir werden offen ausloten, welche Handlungsmöglichkeiten bestehen und vor allen Dingen auch, welche Handlungsbereitschaft vorhanden ist, um bestimmte Notwendigkeiten dann auch weiterhin umzusetzen. Unstrittig ist wohl, im Ergebnis der Enquetekommission der vergangenen Legislaturperiode als auch im Diskussionsprozess jetzt, dass es einen Veränderungsbedarf gibt. Das wurde, wie gesagt, auch eine Vielzahl der Vorschläge, die gemacht worden sind, deutlich. Wir werden weiterhin dafür streiten, dass sich langfristig auf demografische Veränderungen einzustellen. Und wir werden weiterhin dafür streiten, Brandenburg in allen Landesteilen lebenswert zu machen. Egal, ob im Speckgürtel, Berliner Umland oder im ländlichen Raum. Und meine Damen und Herren, ich sagte vorhin schon, die ersten Schritte dazu sind eingeleitet, und wir werden diese Schritte auch konsequent umsetzen. Die Linke wie die Koalition insgesamt steht zu unserer politischen Gestaltungsaufgabe und wir erwarten von allen politischen und kommunalen Akteuren ein ebenso verantwortungsbewusstes Herangehen. Klar ist, neue Modelle sind notwendig und sie können nur im Dialog mit den Kreisen, kreisfreien Städten und Kommunen entstehen. Und ich betone noch einmal, wir werden ohne Vorbedingungen in die von den Ministerpräsidenten angekündigten Gespräche gehen, denn gegenseitige Blockaden helfen niemandem. Meine Damen und Herren, Brandenburg, der Ministerpräsident hat deutlich gemacht, Brandenburg hat gute Voraussetzungen, auch in Zukunft gut voranzukommen. Wir stehen wirtschaftlich vergleichsweise gut da, auch sozial. Dabei reden wir uns nicht schön.
Wir freuen uns über die historisch niedrige Arbeitslosenzahl, über die Vielzahl neuer, zudem sozialversicherungspflichtiger Jobs. Wir freuen uns auch über Verdienstzuwächse. Aber wir wissen auch, damit ist noch lange nicht der soziale Druck aus dem Alltagsleben vieler Familien raus. Wir wissen, dass viele neue Jobs keine Vollzeitstellen sind. Wir wissen, dass es vor allem die Frauen im Land sind, die für weniger gut bezahlte und nur auf Teilzeit begrenzte Jobs aus dem Haus gehen und zudem oft noch einen langen Weg zur Arbeit in Kauf nehmen müssen. Wir wissen, dass noch viel zu tun ist für Mobilität und Daseinsvorsorge, für Kultur und Bildung und dass immer wieder neue Aufgaben entstehen. Die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten hat deutlich gemacht, dass wir neben der Verwaltungsstrukturen, die in der Öffentlichkeit den Blick auf vieles verstellt hatte, immer auch die Entwicklung des Landes in aller Breite vor Augen hatten und haben. Und ich will auf vier Schwerpunkte eingehen, die den Linken besonders wichtig sind und in diesem Zusammenhang auf sie hinweisen. Wenn wir in Brandenburg eine gute Zukunft ermöglichen wollen, dann betrifft das in erster Linie das Leben unserer Kinder. Und zwar schon von heute an. Wer keine gute Kindheit hat, wer Spielen, Lernen und Geselligkeit nur eingeschränkt erleben und genießen kann, der leidet auch in späteren Jahren. Wir haben in diesem Sinne schon sehr viel getan, das ist heute schon gesagt worden, Kitas, Schulen, Schüler-BAföG, die Entlastung bei den Kita-Gebühren und, und. Und wir werden hier nicht anfangen, hier an dieser Stelle weiter auf der Stelle nur zu treten. Es geht Brandenburg derzeit gut und es gibt im Land Brandenburg eine hohe Bereitschaft sozialer Verantwortung zum solidarischen Miteinander. Darauf wollen wir aufbauen und werden wir aufbauen. Wir wissen aber auch, dass sozialer Stress und Kinderarmut nicht von heute auf morgen aus der Welt zu schaffen sind und schon gar nicht allein landespolitisch. Aber wir ringen um eine Trendwende im Land, nicht mehr, sondern weniger sozialer Stress und Kinderarmut. Uns geht es hierbei nicht um die Produktion von statistischen Erfolgsmeldungen, sondern um ein politisches Ziel, dem die Linke und die Koalition sich verpflichtet hat. Und es geht auch um die Frage der sozialen Sicherheit, auch und gerade in Zeiten der von Globalisierung, von ständiger Veränderung. Und ich finde, sowohl die Linke als auch die Koalition als Ganzes hat eine politische Funktion, auch in diesen Debatten um Jamaika oder Nicht-Jamaika. Wir haben eine politische Funktion, sicherzustellen, dass die Frage soziale Sicherheit, soziale Stabilität in den notwendigen Veränderungsprozessen, die aus Globalisierung und anderen Sachverhalten entstehen, erhalten bleibt und mitgetragen wird. Und ich finde, und meine Fraktion fühlt sich diesem Ziel verpflichtet und ich finde, der Koalitionsvertrag spiegelt auch diese Verpflichtung wider. Und insofern, meine Damen und Herren, um das so deutlich zu machen, bin ich sehr froh über die vielen landespolitischen Ansätze, die aus der Landesregierung, ob aus dem MRSGF oder aus dem MBJS oder aus anderen Häusern stammen, den sozialen Stress von Familien zu vermindern, dass wir hier auch in den nächsten 2 Jahren weitergehen werden, einfach um sicherzustellen, dass diese zentrale Aufgabe auch umgesetzt werden kann. Zweitens, wenn wir das, was wir wirtschaftlich und sozial erreicht haben, erhalten und zugunsten aller weiter entfalten wollen, dann müssen wir auf zweierlei achten. Einerseits dürfen wir nicht von unvorhergesehenen Entwicklungen überrollt und zurückgeworfen werden. Das haben wir nur bedingt in der Hand. Andererseits müssen wir bei neuen Entwicklungen Anschluss halten, das Niveau mitbestimmen und daraus Chancen für unser Land ableiten. Ob Energiewende, ob Verkehrswende, ob E-Government oder Bildungseinrichtung. Jeder kann sehen, auch dieses Land steht vor einem erneuten großen Strukturwandel. Für viele Menschen ist das ein nachvollziehbarer Anlass zur Furcht. Aber meine Damen und Herren, dieser Anlass ist vorhanden. Er ist eben auch nachvollziehbar, weil die aktuellen technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungsschübe in der Politik eine viel zu geringe Rolle spielen, weil Politik sozial- und gesellschaftspolitisch durchaus noch nicht auf der Höhe der Herausforderung ist, weil sie oftmals auch sich zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Und meine Damen und Herren, das werden Sie mir jetzt verzeihen, auch die derzeit laufenden Jamaika-Sondierungsgespräche sind dafür ein deutliches Beispiel. Meine Damen und Herren, wenn wir aber nicht den Menschen diese Furcht nicht nehmen können, und zwar in der Tat durch Erfahrung, durch einen entsprechenden politischen Ansatz, dann werden Populisten weiter erstarken und die Probleme gleichzeitig ungelöst bleiben. Bevor wir aber über Details und Zielsetzungen im Strukturwandel reden, müssen wir uns über eins klar werden. Wer hier erfolgreich handeln will und für Brandenburg etwas erreichen will, braucht eine neue Art demokratischer Politik. Die Debatte um die Verwaltungsstrukturreform hat ein weiteres Mal deutlich gemacht. Beteiligungsprozesse und Kommunikation müssen heute
müssen heute auf eine andere Art und Weise gestaltet werden, damit man ein politisches Anliegen auch erreichen kann. Beteiligungsprozesse sind nichts Neues, aber die Art und Weise, wie Akteure sich äußern, wie sie sich einbringen, sowohl in positiver als auch negativer Art und Weise, haben eine andere Qualität erreicht. Und Politikvermittlung heißt heute eben auch Akzeptanzvermittlung. Und das heißt eben auch die Frage einer neuen Kommunikation, und zwar mit Inhalte und nicht als Werbetour, dann mit auf die Agenda zu nehmen. Drittens, meine Damen und Herren, mit Blick auf die Umbrüche, in denen wir bereits stecken und die noch vor uns liegen, gibt es aus unserer Sicht eine zentrale Schlussfolgerung. Wir werden unseren sozial fundierten Modernisierungskurs konsequent nicht nur weiterentwickeln, sondern forcieren. Wirtschaftlich, technologisch, in Infrastruktur, Mobilität, in Bildung und Verwaltung. Die Digitalisierung wollen wir dabei in erster Linie nutzbar machen und nicht draußen vor der Tür halten. Und meine Damen und Herren, es ist gesagt worden, mehr als 400 Millionen Euro werden in den Breitbandausbau gesteckt. Aber der Breitbandausbau ist nur die Struktur der Digitalisierung. Die Digitalisierung, sage ich mal, ist viel mehr als ein Breitbandausbau. Sie ist nicht nur ein technologischer Prozess, sie ist vor allen Dingen auch ein sozialer Prozess, weil sich mit Hilfe der Digitalisierung nicht nur Industrieprozesse verändern, sondern es verändern sich Beteiligungsmöglichkeiten, es verändern sich verwaltungsbezogene Möglichkeiten, Bildungsmöglichkeiten, es verändert sich die soziale Kommunikation in der Gesellschaft als Ganzes. Und das ist die eigentliche Herausforderung und nicht nur das Schaffen, ich sage mal, gleicher Benutzeroberflächen oder die Einführung hier neuer Software. Und ich bin dem MASGF ausgesprochen dankbar für die Konferenz, die das Haus vor wenigen Wochen gemacht hat, zu Fragen der Digitalisierung hier in Potsdam. Das war die erste Konferenz zu dieser Thematik, wo Sozialwissenschaftler, ich sage mal, deutlich gemacht haben, was über die technologische Entwicklung hinaus Digitalisierung an Veränderungen mit sich bringt. Und ich finde, und der Ministerpräsident hat es vorhin in seiner Regierungserklärung gesagt, wenn wir in dem Bereich der Wirtschaftsförderung die Vernetzung von Wissenschaft und von Wirtschaft, ich sage mal, weiter herausstellen, hat das doch auch genau diesen Hintergrund. Wenn wir davon reden, dass Verwaltung sich neu organisieren kann, dann hat es doch auch genau diesen Hintergrund. Und wenn wir davon reden, dem Mittelstand im Land Brandenburg eine Chance zu geben, eine Entwicklungsperspektive zu geben, woran viele arbeiten, dann hat auch die Frage Digitalisierung dort einen zentralen Schwerpunkt. Und ich gehe davon aus, dass Jamaika, egal in welcher Form, sollte sie es zustande kommen, auch hier einen Schwerpunkt setzen wird. Und ich finde, mit dem angekündigten Investitionsfonds von mehr als 200 Millionen Euro, die heute ja bereits eine Rolle gespielt haben, gibt es auch ein finanzielles Hinterland, sage ich mal, auch mit solchen Prozessen nicht nur politisch umzugehen, sondern auch tatsächlich in der Umsetzung zu neuen Gestaltungsformen zu kommen. Und ich glaube, das wird auch eine der zentralen Herausforderungen bei der Beratung des Doppelhaushalts werden. Meine Damen und Herren, über die Verwaltung ist heute schon viel geredet worden. Deswegen möchte ich mich da auf wenige Punkte hier auch beschränken. Wir alle wissen, unabhängig von der Kreisgebietsreform, die Frage der Kooperationsmöglichkeiten muss ausgelotet werden. Und es ist aber so, und das sagte ich vorhin schon ansatzweise, dass freiwillige Kooperationen bis jetzt nicht zur strukturentlastenden Wirkung geführt haben. Und in der Wissenschaft ist es zu Recht auch in Zweifel gezogen worden, ob das überhaupt möglich ist. Und deswegen nochmal meine Bitte, nochmal mein Appell an alle Akteure, nur wenn es uns gelingt, in einem offenen Dialog hier zu klaren gesellschaftspolitischen Konsens zu kommen, wird es uns gemeinsam gelingen, diesen Herausforderungen zu stehen. Und ich sage mal, auch eine kreisfreie Stadt, egal ob Potsdam, Cottbus oder Frankfurt oder Brandenburg, wird auch in der Perspektive alleine, ohne Begleitung, ohne Kooperation, ich sage mal, ohne sich auch neu verwaltungstechnisch und seitig aufzustellen, wenig Perspektive haben. Insofern gibt es einen Handlungsdruck auf uns allen. Meine Damen und Herren, und ich möchte zu einem fünften Punkt kommen, der für meine Fraktion sehr wichtig ist und auch für die Koalition, und wo wir morgen Gelegenheit haben, uns auch in der Aktuellen Stunde zu verständigen. Natürlich wird die Interessenvertretung Ostdeutschlands in der langen Linie dieser Landesregierung, dieser Koalition eine zentrale Rolle spielen müssen. So, und die Frage, vor der wir jetzt gemeinsam stehen,
ist, sage ich mal, deutlich zu machen, auszuloten, in welchen Bereichen, mit welchen langen Linien, mit welchen Inhalten sozusagen kann diese ostdeutsche Interessenlagen dann vertreten werden. Da geht es auch einmal um Biografien. Ja, es geht aber auch um solche Fragen. Wenn ich mir mal die Kassenkredite annehme, habe ich einen Gürtel von der polnischen Grenze bis nach Nordrhein-Westfalen. Ich habe hier eine ganze Reihe von notleidenden Kommunen. Und hier steht zum Beispiel eine Frage, wie man ostdeutsche Interessenlagen mit zentralen Politikansätzen auf Bundesebene auch verbinden kann, weil Handlungsfähigkeit in den von Strukturumbruch betroffenen Regionen heißt natürlich auch handlungsfähige Kommunen, um mal ein Beispiel zu sagen. Wir stehen vor der Frage, wie wir Digitalisierungsprozesse gerade in Flächenländern, die dünner besiedelt sind als andere, hierzu nicht nur technologisch, sondern auch gesellschaftspolitisch umsetzen können. Auch hier werden wir, ich sage mal, zu neuen Fragen und Formen kommen. Und wir stehen natürlich auch vor der Frage, wie Infrastruktur, und das schließt beispielsweise Schulen ausdrücklich ein, wie sie sich auf die neuen Bedingungen dann so ausgerichtet werden können, dass ein Höchstmaß von Bildung und von Qualität auch sichergestellt worden wird. Insofern, meine Damen und Herren, glaube ich, dass mit den 5 genannten Punkten auch deutlich geworden ist, dass die Fraktion Die Linke und auch die Koalition als Ganzes lange Linien in dieser Politik hat. Und wir werden diese langen Linien auch umsetzen. Und ich freue mich auf eine inhaltliche und auch strittige Debatte zu diesen Punkten und zu vielen anderen. Aber ich freue mich vor allen Dingen auf einen Abbau von Destruktivität und zu einer Rückkehr, ich sage mal, des gemeinsamen politischen Diskurs. Vielen Dank.